Hallo, ich dachte mir, ich nutze das neue Jahr, um ein neues Format auf meinen Kanal zu bringen. Und zwar nennt sich das In 80 Desserts um die Welt. Und hier will ich euch, wie der Name schon sagt, ländertypische Desserts vorstellen. Und heute beginnen wir mit Portugal, genauer gesagt mit Lissabon. Und zwar zeige ich euch, wie man Pastéis de Nata macht. Für unsere Törtchen wird die Milch zusammen mit der Sahne aufgekocht. Und während das passiert, könnt ihr schon mal eure Vanilleschote teilen und das Mark herauskratzen und das kommt dann zu der Milch-Sahne-Mischung und dann wird das Ganze eben, wie gesagt, aufgekocht. Erfunden wurde diese Süßspeise übrigens um 1830 von einem Mönch aus dem Hieronymus-Kloster in Belém, deswegen werden sie auch Pastéis de Belém genannt und die Originalzubereitung ist bis heute tatsächlich ein gut gehütetes Geheimnis. Während unser Gemisch vor sich hin köchelt, können wir schon mal den Blätterteig ausrollen und ungefähr 10 cm große Kreise ausstechen und danach ein Muffinblech einfetten. Ich mache das immer, indem ich Butter nehme und die auf eine Küchenrolle gebe und dann könnt ihr das einreiben, ohne dass eure Hände ganz buttrig werden. So. Dann nehmt ihr eure Teigteilchen und presst sie leicht in die Form. Passt übrigens auf mit der Milch, denn sie kann sehr schnell übergehen. Also haltet da am besten trotzdem immer ein Auge drauf und rührt das Ganze schön um. Und wenn das alles geschafft ist und die Milch-Sahne-Mischung aufgekocht ist, kommt das Mehl hinzu und der Zucker und dabei immer schön rühren. Die Vanilleschote ist dann auch langsam fertig mit Baden und kann rausgenommen werden. Und dann kommen auch schon die Eigelb dazu. Ihr solltet darauf achten, dass ihr eure Mischung vorher etwas abkühlen lässt, also Herd abdrehen und ungefähr so 3 bis 4 Minuten warten und dann wirklich unter ständigem Rühren langsam die Eigelb hinzugeben. Dann kann die Mischung auch schon in die Förmchen gefüllt werden, achtet nur darauf, dass ihr sie nicht bis ganz oben vollfüllt und dann werden sie bei 200 Grad für 14 Minuten ungefähr gebacken oder bis sie goldbraun sind. Wenn ihr schon mal in Lissabon wart, wisst ihr, dass sie eigentlich immer etwas angebrannt oben sind, also ihr könnt, wenn ihr wollt, dann nach der Backzeit noch ungefähr 2 bis 3 Minuten die Grillfunktion anmachen und sie dann eben noch etwas weiter backen, bis sie so aussehen. Und hier seht ihr jetzt dann auch, wie sie von innen aussehen. Also ich kann nur sagen, die sind wirklich so gut und am besten esst ihr sie, wenn sie noch etwas lauwarm sind. Ihr könnt sie natürlich auch, bevor ihr sie esst, dann nochmal etwas aufwärmen und dann einfach genießen. Ich hoffe natürlich wie immer, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf dieses Format freut und natürlich gerne auch Videowünsche in den Kommentaren. Dann hoffe ich, ihr habt einen guten Start in das neue Jahr gehabt und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao!